Hey und herzlich willkommen im Wizarding World Shop bei Thalia. Mein Name ist Melanie und ich mache einen kleinen Rundgang mit euch. Bin die Filialleiterin hier, bin seit April angestellt und zeige euch jetzt einfach mal meinen wundervollen Arbeitsplatz. Wir fangen direkt hier vorne an mit den drei wichtigsten Figuren, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben hier Harry, wir haben Hermine, wir haben Ron. Ja, eignet sich hervorragend als kleiner Fotopoint, wird auch super gerne schon direkt von außen als Fotostation hergenommen und da kann man ganz viele lustige Fotos machen, nur auf gar keinen Fall berühren. Weil da gibt es so ein paar Fun Facts. Harry hat nämlich diverse Male schon ein bisschen gelitten und ein oder zwei Finger verloren. Das wollen wir vermeiden. Jetzt kommt mal mit. Ich führe euch ein bisschen rum. Ihr entdeckt jetzt mit mir zusammen, was wir gerade alles hier haben. Wir haben ein paar Funko Pops hier vorne auf unserem ersten Tisch und am zweiten ein paar Lego Sachen. Und natürlich ist das nur ein kleiner Ausschnitt. Wir haben noch ganz viel mehr in unserem Haus hier für euch vorbereitet. Hier vorne haben wir eine Häuserbahn. Also wir haben von allen vier Häusern verschiedene Produkte da. Das sind zum Teil Flaschen, wir haben Lesezeichen, wir haben natürlich super wichtig für jedes Haus die richtigen Hausschlappen. Der Winter kommt, dann habt ihr keine kalten Füße. Ja, und auch die passenden Socken und das eben von allen vier Häusern. Da könnt ihr auf jeden Fall viel entdecken. Wir haben direkt nebendran auch noch diverse Sachen mit der Marauders Map. Zum Beispiel die Flasche, die finde ich total cool. Hält warm und hält kalt. Oder auch so Kaffeebecher zum Mitnehmen. Wir haben Geschirr, das läuft auch super, also es ist super begehrt bei uns. Und auch ganz wichtig, und da kommen wir zu einem nächsten ganz, ganz wichtigen Punkt bei uns. Wir haben hier verschiedene Wand Collection, also wir haben Halterungen für die verschiedenen Zauberstäbe. Und das sind wir nämlich jetzt auch beim Sprichwort Zauberstäbe. Das ist wie bei Ollivander quasi. Wir haben hier eine schöne Wand, auch im Stil der Winkelgasse, schön schräg. Und da können wir von den verschiedenen Charakteren die Zauberstäbe uns anschauen. Ich habe jetzt als Ravenclaw natürlich die Luna für euch ausgepackt, damit wir die mal entdecken können. Liegt total schön in der Hand, ist ein ganz, ganz schöner Zauberstab einfach. Und da gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt, würde ich sagen. Wir haben hier sogar Zauberstäbe von verschiedenen Todessern, von den ganzen Figuren natürlich auch und auch ein paar von den Fantastic Beasts. In der Noble Collection schaut auch ganz, ganz toll aus. Ich mache hier gerade mal den Elderstab für euch auf. Ist auch richtig schön auf Samt gebettet und wundervoll zum Sammeln oder zum Verschenken. Dann gehen wir doch direkt weiter zum nächsten wichtigen Fotopoint. Wir haben unsere wundervolle peitschende Weide hier. Gott sei Dank peitscht sie mich gerade nicht. Ich habe schon ziemlich viele Wunden an den Armen, aber heute Abend ist sie ganz, ganz brav zu mir. Und hier haben wir den nächsten Fotopoint. Wir haben den sprechenden Hut natürlich in der großen Halle. Und jetzt schauen wir mal, ob der sprechende Hut auch heute zu uns spricht. Du hast alles, was du brauchst, in deinem Kopf. Bei das so ist. Ja, 100 Punkte. Ravenclaw it is. So, also auch hier wundervolle Ecke zum Fotos machen. Und dann kommen wir in eine meiner liebsten, in meine liebste Ecke eigentlich im Laden. Wir haben die ganzen Puzzles hier. Wir haben für kleine Kinder welche mit 500 Teilen. Wir haben auch die ganz klassischen mit 1000 Teilen. Oder auch mein absolutes Favorite. Wir haben dieses tolle mit 2000 Teilen. Das echt eher was für Profis unter uns ist. Ja, und dann haben wir hier noch ganz viel mehr Lego zum Entdecken. Das sind ganz kleine Sachen dabei, das sind auch richtig knifflige. Hier das Hogwarts mit seinen 2660 Teilen. Das sitzt bei einer Weile. Also auch hier wieder für jeden was dabei. Und neben den Lego-Sachen haben wir noch ganz viele Spiele. Von den einfachen Kartenspielen haben wir auch was für die ganze Familie. Wir haben Memories für die Kleinen. Wir haben das Dock, das mag ich total gerne. Hier die einfachen Karten, die ich gerade erwähnt habe. Also klassisch für Mamau etc. Aber halt mit den verschiedenen Häusern auch wieder. Ja, und noch mehr Lego, wie ihr seht. Also da kann man viel entdecken. Und dann kommen wir doch gleich mal hier noch zu der wunderschönen Ecke mit den ganzen Sachen. Ich greife immer direkt zu Ravenclaws, tut mir leid. Ich hoffe, alle anderen fühlen sich nicht ausgegrenzt. Eine süße kleine Tasche. Proud Ravenclaw, auch mit längerem Henkel. Und auch hier gibt es von allen Häusern richtig schön und für jeden Anlass. Wir haben seit neuestem auch das Parfüm im Haus. Da kann ich euch mal eine Flasche zeigen. Leider schon wieder leer, weil es so begehrt ist. Aber kann man natürlich bei uns kaufen. Wir haben einiges von Schleich, auch für groß und klein. Und dann, ganz wichtig, haben wir hier hinten noch unsere ganzen Klamotten. Wir haben die Pullover von den vier Häusern von XS bis L. Wir haben die Krawatten für Kinder und für Erwachsene und einige auch zum Anprobieren. Also die Umhänge kann man alles testen bei uns. T-Shirts haben wir da
Genau. Und dann würde ich sagen, fahren wir doch mal nach Hogwarts. Wir haben hier den Fotopoint mit dem Hogwarts Express. Eignet sich hervorragend zum Reinrennen. Da gibt es diverse lustige Fotos und auch diverse Versuche, durch die Wand zu rennen. So, jetzt kommt mal mit. Ich zeige euch noch einen ganz, ganz tollen, ja, ein tolles Highlight bei uns. Unseren schönen Fotoautomaten, den man bei uns komplett kostenfrei nutzen kann. Also kommt unbedingt vorbei und macht ganz viele Fotos. Ihr könnt euch hier in die Winkelgasse stellen, könnt lustige Fotos machen für zu Hause und ihr könnt auch zum Beispiel nach Hogwarts. Wir können aber auch hier lustige Zaubertränke zusammenbasteln. Also sehr witzig und ja, man kann ziemlich viel Spaß damit haben. Hier noch unsere klassische Buchecke. Die darf natürlich in keinem guten Thalia-Store fehlen. Wir haben von sämtlichen deutschen Varianten auch ganz viele englische Varianten da. Wir haben die verschiedenen Hausboxen da. Das war jetzt nicht bewusst, dass ich schon wieder die Ravenclaw in die Hand nehme. Dann haben wir hier noch einige Original-Filmplakate, auch als Fotopoint. Ist normalerweise frei zugänglich, dann kann man schön sich auch davor stellen und Fotos mit den Liebsten machen oder für die Liebsten. Und dann kommen wir hier noch in unser Home-Regal. Wir haben Sachen für zu Hause, wir haben Plakate, wir haben die diverse Kissen, wir haben auch die tolle Always-Tasse, die ich super gerne mag. Richtig riesig, schön groß für Tee oder auch für sehr viel Kaffee. Und wir haben noch ein paar Plüschtiere. Mein persönliches Highlight ist natürlich Dobby mit seinen riesigen schönen Klubschaugen, finde ich auch. Kann man sich schon zu Hause hinlegen. Und das war ein kleiner Ausschnitt von meinem oder von unserem Wizarding World Shop bei Thalia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch alle hier. Bis bald!